Seitdem ich Lebensmittel betreue, betreue ich auch furchtbar gerne Tiefkühl, weil ich einfach sehe, dass da Bewegung drin ist. Das macht Spaß, damit zu arbeiten und was es an neuen Produkten gibt und die auszuprobieren. Es wird immer mehr und man denkt eigentlich, es gibt nichts mehr Neues, aber es gibt immer noch wieder was Neues. Lupineis oder was auch immer. Letztendlich muss man das schon ausprobieren. Sei es auch ein Straußensteak oder Krokodil oder was auch immer. Also ich finde, wenn sie dann was Neues rausbringen, wäre es dann schön, wenn sie dann vor Ort das entweder dann verkosten können oder das dem Personal so rüberbringen können, dass man das vielleicht selber verkostet. Ja, wir haben zum Beispiel unsere Tiefkühlkräuter ja auch in der Obst-Gemüse-Abteilung. Einfach, dass der Kunde da dann selber wählen kann. Ja, unsere Tiernahrung zum Beispiel. Und da gibt es natürlich auch Tiefkühlprodukte, die der Hund gerne mag, sei es Pansen oder Rinderherzen oder was auch immer. Wir haben zum Beispiel beim Eis auch die Eissoßen platziert, direkt darüber, dass der Kunde das auch gleich griffbereit hat, oder Eierlikör. Und es ist natürlich auch wichtig, dass das mit Liebe und Sorgfalt eingeräumt und gepflegt und behandelt wird. Also man muss sich auf jeden Fall dafür interessieren und sich dafür ja begeistern. Ich selber bin auch ein Fan von Tiefkühlgemüse, weil man das auch immer schön portionieren kann. Erbsen. Ich liebe Erbsen. Und ich würde mir zum Beispiel nie welche in der Dose kaufen.